Schnelle Kinder, morgen richtet die EG Wohnen wieder ihren Schülertriathlon an der Lagune aus. Cottbusser Grundschüler schwimmen, radeln und laufen dann wieder um die Wette. Mehr als 200 Teilnehmer werden erwartet. Los geht es ab 9 Uhr. Gegen Mittag übernehmen dann die Profis, dann wird der Bereich für Wettkämpfe genutzt. Die Veranstaltung sorgt dafür, dass es für Autofahrer zu Verkehrseinschränkungen kommt. Teile des Nordrings müssen zeitweise gesperrt werden. Menschenrechtszentrum in anderem Licht. Ab sofort wird die Gedenkstätte in der Bautzener Straße Mondscheinführungen anbieten. Einmal im Monat, immer bei Vollmond, geht es mit Taschenlampen durch das Zuchthaus. Dunkelheit und Stille sollen den Besuchern eine ganz eigene Atmosphäre bieten. Morgen soll die erste Führung stattfinden. Los geht es ab 21 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro. Bis Samstag 16 Uhr wird um eine telefonische Anmeldung gebeten. Feiern auf dem Biohof. Der Biohof Auguste feiert morgen sein 7. Hoffest. In Kolkwitz will man dann die Fortschritte des letzten Jahres präsentieren. Umrahmt wird das mit einem Programm. Los geht es um 13 Uhr. Um 18 Uhr ist das Hoffest vorbei. Hunde müssen draußen bleiben.